Wie viel hast du? Wie viel Kilo? Ja. Ich nehme mal 60 oder so. Okay. Echt? Wieso? Na, nur so. Weil ich ungefähr 7 Kilo mehr habe wie du. Echt? Ja. Das sieht man aber nicht. Ach, danke. Aber es ist das Gute, wir können jetzt essen, was wir wollen. Stimmt, du aber ja. Nur Müll. Nutella. Neben Bett. Fast Food. Und Fast Food, ja. Und so geht es Runde um Runde, Kilometer um Kilometer, bis die Sportwissenschaftler erste aussagekräftige Daten haben. Was mich etwas überrascht hat, war der Zustand vom Alex. Den habe ich eigentlich etwas stärker eingeschätzt. Hier bin ich überrascht, weil er doch mit den Schlittenhunden gehen und so weiter viel unterwegs ist. Aber sichtlich ist doch ein wesentlicher Unterschied, ob er etwas schleppen muss oder nicht. Ja, es ist eigentlich mein Training, so wie ich zu Hause trainiere. Nur trainiere ich da alleine. Und du hast keinen, mit dem du dich unterhalten kannst. Insofern war es da ein bisschen anstrengend, aber du redest und lachst und rutscht und natürlich geht dir der Sauerstoff ab. Okay, so, zweiter Teil für heute, Kaltwasserbecken. Ist wirklich pretty cold, 9 Grad. Was wir dabei testen wollen, ist, wie reagiert der Körper? Wie ist er in der Lage, mit dieser Temperatur umzugehen? Wie funktionieren dann letztendlich seine Regulationsmechanismen? Ich sehe dem Ganzen ein bisschen, wie soll ich sagen, mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich bin grundsätzlich kein großer Freund von kaltem Wasser. Also ich bin kein althergebrachter Kneipp-Fan, der so kalt, warm Bäder nimmt. Im Kaltwasserbecken sieht man noch Eiswürfel schwimmen. Doch weder Alex noch Sabrina zeigen Angst davor. Auch Tom steigt wortlos ins eisige Nass. Wahnsinn, da muckst nicht einmal einer, wenn der reinsteigt. Das gibt's ja gar nicht. Was sollen wir machen? Ja, das ist wild. Heikel ist das gut. Heiliger Birnbaum. Das Ziel ist, 45 Minuten im 9 Grad kalten Wasser auszuharren. Ja, das war die größte Herausforderung für uns jetzt. Ich hab gerade Herzrasen. Es wird, glaub, so kalt. Im Eisbad wird Claudia und Dennis schmerzlich bewusst, dass sie ganz allein die Farben ihres Landes vertreten müssen. Das österreichische Team ist bei jedem Event vollständig dabei und wir zwei Hanseln. Mhm. Wir müssen uns da durchkämpfen und die Fahne hochhalten. Ja, genau. Ja. Also sauer vielleicht auch nicht der richtige Begriff, aber so ein bisschen enttäuscht. Nach einem Tag härtester körperlicher Belastung und mentaler Überwindung kommen die Sportwissenschaftler vom Olympiazentrum Südstadt zu einer abschließenden Bilanz. Zum Reifenziehen. Sabrina, das Tempo war an und für sich okay dann, was du jetzt gehabt hast. Das wäre, würde ich sogar sagen, der optimale Bereich für dich. Alex, also wie du zurückgekommen bist und gesagt hast, also das ist super, das Tempo und so weiter, du hast die Eintätig überschätzt. Ja. Das könntest du auf Dauer nicht durchhalten, das ist stoffwechselmäßig nicht drinnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Lernprozess gewesen, ist heute das auch mal schwarz auf weiß zu sehen. Weil sonst sagt man immer, nah, mir geht's eh gut, geht mir eh gut. Überhaupt, wenn Männer unter sich reden miteinander, glaube ich, ist das noch mal mehr. Wahrscheinlich. Was natürlich also schon zu bemerken ist, wenn ich jetzt nehme Sabrina im Vergleich von mir also zum Hermann, dann ist immerhin 1 Stundenkilometer Unterschied Durchschnittstempo. Und das ist verdammt viel. Das heißt, was auf alle Fälle ihr euch überlegen müsst, wie ihr in der Gruppe mit der Situation umgeht. Dass es körperliche Unterschiede gibt, ist eindeutig bewiesen. Das heißt, ein Tempo für alle, ein Tempo, wo alle gleich belastet werden, gibt es definitiv nicht. Beim Wettlauf vor 100 Jahren sind die Norweger als Erste am Ziel. Wochenlang hatten sie sich durch Eis und Schnee gekämpft und unter unvorstellbaren Qualen den südlichsten Punkt unserer Erde erreicht. Die
Die Tatsache, dass Amundsen keine Spuren gefunden hat, kein Zeichen gefunden hat, hat ihm natürlich auch diese Sicherheit gegeben. Ich habe es als Erster geschafft. Ich bin der Eroberer des Pols. Und so pflanzt er am 14. Dezember 1911 die norwegische Fahne ins ewige Eis und benennt das Plateau nach seinem König, Håkon dem Siebten. Was mir am besten gefällt bei Amundsen ist, dass er am Pol noch nicht sicher war, dass er es zurückschafft. Deswegen hat er dort ja einen Brief hinterlassen für den König von Norwegen und eine Bitte an die Engländer, sollten sie den Pol erreichen, diesen Brief an den König von Norwegen zu bringen, im Falle, dass sie eben nicht zurückkommen. Es muss ein Moment gemischter Gefühle gewesen sein. Denn den Abenteurern steht nun noch der Rückweg von rund 1400 Kilometern bevor. Aus der Antarktis in das Norwegen von heute. Hier müssen die Wettkämpfer aus Österreich und Deutschland erst einmal die Schulbank drücken. Überlebensnotwendige Theorie ist zu büffeln. Schmeißt den Hausverstand nicht weg, nur weil draußen 40 Grad minus ist. Sobald es zu Erfrierungen ersten Grades kommt, mit oder ohne Blasen, seid ihr ausgeschieden. Eine Erfrierung ersten Grades, die wieder gefriert, ist automatisch mindestens einen Grad schlechter. Das heißt zweiter Grad und so geht es dahin. Und keiner von euch will mit so nach Hause kommen. Das geht auch ohne, es ist nicht notwendig, das ist alles eine Frage der Disziplin. Ich will wissen, dass die Gruppe darauf vorbereitet ist und dann damit umgehen kann, soweit man das sagen kann. Weil, wie gesagt, theoretisch ist das alles recht gut lösbar, aber wie das dann vor Ort ausschaut, ist anders. Es geht nur darum zu sagen, okay, wir wissen, was dann passiert. In Norwegen liegt in diesem Winter zwar wenig Schnee, aber es ist klirrend kalt. Wieder werden die Wettkämpfer darauf gedrillt, das Zelt so schnell wie möglich aufzustellen. So, Eingang. Dann machen wir da die Vorderseite. Ja. Jetzt geht's schon los. Wo ist vorne und wo ist hinten? Vorne ist der Eingang. Ja. Der Wind kommt von da. Der Wind kommt von da, genau. Ja, der Wind kommt von da und wir sagen, da ist die Vorderseite. Das ist die Windseite. Ja, Zelt ist sicherlich das Wichtigste für uns, weil man ja da die einzige Übernachtungsmöglichkeit ist in einem sicheren Bereich. Und so muss man es natürlich dementsprechend aufstellen. Das ist eine absolut effiziente Arbeitsteilung. Warum sollen alle vier rausschnitt kalt werden? Wenn einer schon reingehen kann, einheizen, warmes Zelt vorbereiten, schon mit Wasser kochen anfangen. Und dann sind die herausgeschnappt sind und jetzt 20 Minuten noch fertig aufgebaut haben. Die sind ja halb davor. Schon ein bisschen anders. Zu viert da drinnen, so viel Platz ist da nicht. Ja, es ist wirklich darauf beschränkt, drin zu schlafen. Und ich glaube, diese Abläufe in dem Zelt müssen ganz minutiös schnell gehen. Dann funktioniert es, dann wird es auch ein Spaß. Sonst wird es ganz interessant in die andere Richtung. Neben einer sicheren Zufluchtsstätte vor Wind und Kälte ist genaue Navigation das Wichtigste in der Antarktis. So wird bei einem Orientierungslauf der Umgang mit dem GPS trainiert. Die Distanz möchte ich wissen, gell, wenn es so weit ist. 929, die letzten drei nur ändern. Ne? 929. Die letzten zwei ändern, die letzten drei, Entschuldigung. 929. Ja, zwei. 929, hinten. 929, die letzten drei. Ja? Okay. Ja. Bist du soweit, Alex? Ja. 1,51. Abflug. Ich glaube schon, das ist wichtig, weil es für uns alle mal zu sehen, auch, wie ist der Stand der Dinge, weil jetzt schon bei ein paar Situationen der Level sich ein bisschen unterschiedlich war, ja, wo man vielleicht mehr andrücken hätte können. Auf der einen Seite der Mannschaft und die andere Seite der Mannschaft sagt, hallo, hallo, stopp, stopp, bei uns ist schon Oberkante. Bei Team Deutschland zeigt sich, Joey Kelly ist wieder topfit. Doch wie viel Ausdauer und Kraft hat Leader Markus Lanz? Der TV-Moderator hat bislang an keinem der Fitnesstests teilgenommen und kommt auch nur zwei Tage nach Norwegen. Oh,
Obwohl nur zu dritt, haben die Deutschen